letzte Folge geschah. Hey du, was machst du da? Nee, du kommst hier nicht ran. Ich spreng mich in die Luft, ich spreng dich. Nein, er sprengt das hier. Weg, 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 weg. Nein, tu mir nix. Nein. Wo bin ich hier? Gomme, was machst du da? Was? Gomme. Hier, Nahrung, Gomme. Kann mich nicht mehr halten. Ach. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ich verstehe das nicht, wieso ich hier drin bleiben muss. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mir geht's doch wunderbar und ich habe nur eine kleine Gedächtnislücke. Siehst doch, dass ich ganz normal bin. Ja. So wie früher. Ich verstehe auch nicht mehr jetzt gerade so ganz, wieso du eingesperrt sein musst. Die übertreiben das ein bisschen mit ihrer Sicherheit. Ich möchte jetzt eigentlich lieber mit dir wie früher durch die Wälder reiten mit unseren Pferden. Ja, wie in alten Zeiten. Du sagst es. Das ist doch echt dumm hier. Was hat sich Gomme dabei überhaupt gedacht? Naja, also er geht ja davon aus, dass in dir irgendetwas Böses steckt und du hast uns angegriffen. Das hat man ja gesehen und wir haben auch bei dir Waffen gefunden jetzt. Also, aber du wirkst jetzt auf mich auch total normal. Man sieht ja, dass du normal bist. Also ist das Böse aus dir wieder raus. Deswegen kannst du mich doch jetzt auch verdammt nochmal hier aus dem Käfig lassen. Es ist echt zu verrückt werden hier drin. Na, das kann ich nicht, leider nicht. Nein, das geht nicht. Ich möchte auch keinen Ärger mit Häuptling Bato, wenn er das mitbekommt, dass ich das einfach jetzt so selbst entschieden habe. Wir sollten das Dorf morgen fragen. Du hältst das durch. Was ist mit deinen Augen los? Ah! Boah, mir geht's echt schon besser. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, genau was. Wir sind am großen Baum. Ja, Moment, eins nach dem anderen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, genau was jetzt alles los war. Plötzlich wurde mir nur schwarz vor Augen und anscheinend haben die mich in das Bett getragen. Okay, wir sind am großen Baum. Die sind schon wieder am Rackern, das gibt es nicht. Die sind immer fleißig. Hier die Dorfbewohner, immer dabei. Da gucke ich doch, glaube ich, gleich mal vorbei. Das war doch wirklich so. Ich hab's doch, oder war es jetzt nur ein Traum? Wir haben Tag draußen, ja. War es jetzt ein Traum, dass ich da den bösen Geist gefangen habe und der mich verfolgt hatte, oder war es kein böser Traum? Mauzi, wie geht's dir? Geht's dir denn wenigstens gut? War hier viel los? Kam hier irgendein Bösewicht ran? Was, da kam ein Bösewicht? Nee. Quatsch, Mauzi, jetzt erzähl auch nichts. So, war das jetzt ein Traum oder war es kein Traum? Da vorne, wo habe ich ihn zuletzt gesehen? Da ist ein Käfig. Haben die ihn da jetzt wirklich reingesperrt? Ich hatte das gar nicht mehr mitbekommen. Tatsache. Nee, dem kann man nicht mehr trauen. Dem kann man wirklich nicht trauen. Ist er jetzt gerade böse oder nicht? Gomme! Lass mich frei! Bitte! Ich kann ihm nicht trauen. Erstmal so, mal so. Ja, nee. Ich komme später wieder. Ich muss zu den anderen kurz mal vorbeischauen. Ich kann ihm einfach nicht trauen. Nein! Warte! Man kann es ihm nicht ansehen, glaube ich. Da hätte ich diesen guten Geist mal fragen müssen, ob man es ihm irgendwie ansieht, dass er gerade böse ist. Er klingt auf jeden Fall normal. Also wenn man mit anderen dahin geht, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Situation. Dann kann man die anderen beobachten und so, wie mit uns damals in der Höhle. Deshalb, ne, 4 Augen oder 6 Augen oder 8 Augen oder je mehr Augen man hat, desto mehr sieht man. Das heißt, falls der böse Geist auf irgendeinen von uns da übergehen sollte, dann sehen wir das direkt. Und das ist doch dann schon mal ganz gut. So gehe ich da ganz sicher nicht allein an den Käfig. Könnt ihr knicken, nicht mit mir. So, wo sind denn da die anderen? Da sehe ich schon einen. Hallo? Wer ist denn hier? Ach, ich dachte gerade, hier wäre Mauzi oder eine andere Katze. So, hier ist... Was ist denn hier an der Truhe dran? Nein, das sind noch die Zauberstäbe von damals. Diese Zauberstäbe, die müssen wir eigentlich mal hier rausnehmen. Ah! Ah! Lass das! Ah, was? Ah, nein! Ah, was machst du denn? Ah, lass das! Ich sehe nichts mehr! Meine Luft! Ich krieg keine Luft!
krieg keine Luft mehr! Komm, ah, komm mit! Ich krieg keine Luft! Ah, lass das! Lass das! Lass das! Wo ziehst du mich hin? Ah, ich krieg keine Luft mehr! Aua! Ah! Endlich! Hä? Endlich hab ich dich! Ich habe dich in meiner Sammlung! Du bist krank! Wir werden reisen! Wir werden reisen! Wohin? Ich komme! Ich habe über die Lebensstadt gewonnen! Was? Und auch du! Auch du! Ja, was? Ich? Teil meiner Sammlung! Nein! Niemals! In nein! Dir steckt das nein, nein, Blut nein, nein, nein. Meines Nebenbewohners! Ich werde mein ganzes Machtgebiet erweitern! Ich bin noch lange nicht fertig! Das glaube ich nicht! Mich kann nichts mehr aufhalten! Nichts mehr aufhalten! Du bist und völlig krank! Völlig krank bist du! Ich kann mich daran hindern! Auch nicht du! Auch wenn du dich gut gemacht hast! Aber alles lief nach meinem Plan in Wirklichkeit ab! Was? Aua! Steh auf! Wo willst du uns hinbringen? Mann, was soll das? Ja, ich geh ja schon! Na los! Ja! Wo sind wir hier? So, lauf! Hier links! Nein, ich geh dann hier lang! Lauf da lang! Nein! Keiner mit dir! Mann, schieb doch nicht! Keiner mit dir!